Red Hook. Ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Bei Darkest Dungeon geht es darum, das Beste aus einer hoffnungslosen Situation zu machen. Quests scheitern oder müssen abgebrochen werden. Helden sterben. Und wenn sie sterben, bleiben sie tot. Der Fortschritt wird ständig gespeichert. Handlungen können also nicht rückgängig gemacht werden. Dieses Spiel wird dir viel abverlangen. Wie weit wirst du deine Abenteuer herantreiben? Wie viel bist du bereit zu riskieren, deinem Dorf wieder zu altem Glanz zu verhelfen? Was wirst du opfern, um das Leben deines Lieblingshelden zu retten? Glücklicherweise bekommt... Ach, verdammt noch meins. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Darkest Dungeon. Und zwar, Ach, das ist anfangs so schnell weg. Gut, wir spielen die Kampagne. Ich habe es natürlich auf Deutsch mit Untertiteln, wie man das schon... Klickt auf den Brief und beginne. Okay. Wie nennen wir den Spielstand mal? Ja, komm, was soll's. Was soll's? You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell. But in that gaping abyss, we will find our redemption. Alles klar. Ein rotes Fragezeichen auf dem Bild eines Helden bedeutet, dass er in dieser Woche nicht zur Verfügung steht. Ah, okay. Alright. Schauen wir mal. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Das hat mir jetzt gerade echt angezeigt, dass das ziemlich krass laut war. Aber gut.
Also, ach so, was ich noch sagen wollte, ich spiele das hier zum ersten Mal. Ich habe es mir gestern Abend gezogen und ja, ich spiele es zum ersten Mal. Leertaste oder klicken. Ah, okay. Kartennavigation. Du befindest dich derzeit in einem Raum. Klicke auf einen anderen Raum auf der Karte, um dich vorwärts zu bewegen. So gelangst du zum Gang, der zum nächsten Raum führt. Okay. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Durch Gänge bewegen. Wenn du dich in einen Gang aufhältst, drücke D, um dich vorwärts zu bewegen, A, um zurückzugehen. Wenn du lieber die Maus verwendest, klicke vor oder hinter die Gruppe, um zu bewegen. Alright. Oh. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Meine Position nicht halten. Willst du mich verarschen? Der Kampf ist rundenbasiert. Klar. Wenn dein Held an der Reihe ist, klicke auf das Fähigkeitssymbol und klicke anschließend auf ein markiertes Ziel. Wenn du eine bestimmte Fähigkeit nicht auswählen kannst, liegt es daran, dass dein Held an einem anderen Ort stehen muss oder es keine gültigen Ziele gibt. Fahre mit der Maus über die Fähigkeit, um die Anforderungen zu sehen. Bewegen, zwei zurück, zwei nach vorn. Okay, gezielter Schuss, Fernschuss. Okay, wir sehen hier. Ach, das kann ich jetzt nicht zeigen. Also hier auf der Seite von der Maus haben wir praktisch die Position, auf der wir sein müssen. Also auf der linken Seite. Weil wir nur maximal vier Helden sein können. Deswegen. Vorderster Held ist meist der Nahkämpfer und so weiter und so weiter und so weiter. Das weiß ich schon, weil ich ein paar Livestreams und ein paar, ja, eigentlich nur Livestreams gesehen habe. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, sehen wir die Gegner, welche Position ich da angreifen kann. Im Endeffekt kann ich jetzt einfach nur das hier machen. Nice. Niederstrecken. Was haben wir noch? Eine Anklage. Betäubender Schlag. Bewirkt des Glaubens. Ach komm, hau den weg. Alles aufnehmen, 50 Gold. Nice. Und kann ich jetzt kann ich dir jetzt sagen hier? Ja, perfekt. Inaktive Objekte, Kuriositäten. Auf der Erkundungsmission wirst du häufig auf interaktive Objekte stoßen. Klicke sie an oder drücke W, um sie zu untersuchen. Wirf einen Blick auf die Zeit. Auf dieses Zelt. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Alright. Alles nehmen. Oh, cool. Ich weiß auch, dass es hier Fallen gibt. Das weiß ich wohl auch. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Streuschuss. Okay, das ist so ein Rundumangriff anscheinend. Ah, und die sind jetzt, das sehen wir hier an diesem Symbol, die sind jetzt überrascht. Das heißt, wir können als erstes angreifen. Kampf, Ich werde wohl mal den Streuschuss ausprobieren. Nice. Betäubender Schlag. Betäuben, 100%. Betäuben! Da betäube ich mal den hier. Was? Widersetzt? Ach, hätte ich mir auch denken können. Ach, der Dämpfer. Oh ja, und Stresslevel. Da muss ich auch noch drauf achten. Wenn die... Junge, ist ja gut jetzt nur. Wenn die zu sehr gestresst sind, das sehen wir hier unten, dann kann es sein, dass wir manchmal... Dinge drauf kriegen. Ja, was heißt Dinge drauf kriegen? Also. Ne.
ja, verschiedene, ich sag mal, Fähigkeiten oder Malusse halt draufkriegen. Zum Beispiel hier bluten oder sowas oder gestresst sein. Werden wir dann alles später mal rausfinden. Ich weiß nur, dass es so ist, dass man da irgendwelche irgendwas, ne, und so Dinge tun kann. Bollwerk des Glaubens, das ist auch nicht schlecht. Erstmal Rüstung. Doch, ich glaube, ich gebe mir erstmal Rüstung. Bam. Irgendwie nicht viel. Oh, verdammt. Ich sehe schon, das Spiel ist kein Zuckerschlecken hier. Was ist denn mal hier? Der ist... lästige Scheiße hier. Oh, verdammt. Schutz gegen Unheilig. Ah, schade. Na, ist egal, komm. Nur noch zwei, alles klar. Bam. Leichname. Die meisten Monster, die sterben, hinterlassen Leichname. Vorübergehende Hindernisse, die nach einigen Runden von allein verschwinden. Du kannst Leichname angreifen, um sie schneller loszuwerden. Doch manchmal ist es besser, Fernkampffähigkeiten, Stoß- und Zugfähigkeiten oder die speziellen Beseitigungsfähigkeiten einiger Helden zu verwenden, um Leichname zu vernichten. Monster, die mit blutenden Gifthauch oder kritischen Treffern getötet wurden, lassen keine Leichname zurück. Interesting. Irgendwie hier selber heilen kann ich mich nicht hier irgendwie. Kommt drauf. Nein! Jetzt ist er dran. Oh Gott. Wie viel Leben haben wir nur noch? 3. Okay, ja, wir können nur noch Adalas machen. Reicht aber, glaube ich, auch. Gott, Urkunde. Schriftstück über die Landzugkanne aus ferner Vergangenheit. Ah. Quest abschließen. Nachdem du eine Questanforderung erfüllt hast, kannst du jederzeit im Dorf zurückkehren. Dazu musst du nur auf das Wappen klicken. Es ist nicht nötig, um den Startpunkt des Dungeons zurückzukehren. Hm? Ich glaube, ich kehre mal ins Dorf zurück, weil ich habe keinen. Oder ich mache das. Ich mich jetzt hier heilen. Regeneriere Gesundheit und Hunger. In Schach. Jedes Mitglied nach der Gruppe verzehrt. Ah, okay. Gut. Okay. Soll ich jetzt hier irgendwie was essen? Ah. Im Ernst. 2 Leben. Schade, man hört mein Klicken immer noch. Ich dachte, ich hätte es mit dem Mute irgendwie rausgekriegt, aber leider nicht. Okay, was ist das? Meereshöhlen-Taktiker. Schade, in Meereshöhlen. Oh. Interesting. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Schließe erfolgreich den ersten Streifzug in den Ruinen ab. Besiege die runzlige Hexe. Oha, na da haben wir ja einiges zu... zu tun hier.
Okay, Woche 1 des Massens. Hole Hilfe, wenn nötig. Halte zu einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel H gedrückt, um die kontextbezogene Hilfe für die Steuerung des Modus zu erhalten. Probier es aus, wenn du im Dorf oder Erkundungsmission bist oder beim Kämpfen, Lagern und so weiter. Alright. Sieh dir Memoranden des Vorfahren an. Bitte besuche die Gräber gefallenen Helden. Kutsche, rekrutiere neue Helden. Women and men, soldiers and outlaws. Fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Du wirst diese zwei Helden anheuern müssen, um eine Vierergruppe zu gründen. Ziehe sie aus der Liste. Solange du hier bist, gib einige deiner Startressourcen für die Verbesserung der Kutschennetzwerk aus. Damit erhöhst du die Anzahl der Helden, die später verfügbar sein werden. Triff das Plus anschließend auf die Verbesserung. Okay. Helden? Heldenliste auf 12. Was haben wir denn? Ach, hier unten steht das. Na komm, dann kommen wir nochmal hier. Traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Ja, eine Heilerin und der macht, glaube ich, Pest oder sowas. Okay, Moment. Kann ich jetzt. Kloster. Schließe zum Verschein Quests ab. Okay. Gilde. Kann ich noch nicht. Spiel kann ich noch nicht. Nomadenwagen. Ich auch nicht. Konzentrieren bereit für den Kampf. Kann ich nicht. Warte mal. Inventar ist leer. Okay, Memoranden des Vorfahren. In time, you will know the tragic extent of my failings. Okay. Das Haus, alter Pfad, das haben wir schon gesehen. Schließe erfolgreich den ersten Angriff in den dunkelsten Dungeon ab. Schließe erfolgreich den zweiten Angriff, dritten Angriff. Pfad des Vorfahren. Bla bla bla. Okay, alles klar. Besuche die Gräber gefallener Helden. Ich sehe jetzt wieder. Warte mal, kann ich jetzt hier nicht einsehen? Der Linkkreuzfahrer. Gut, der hat ein bisschen Stress, aber das ist ja gut, ne? Lässt sich jetzt nicht. Gottesfürchtig. Will im Dorf beten, um Stress zu verringern. Okay. Er hat dazu Gegenstände zu stehlen. Kleptomane. Okay, wo sehe ich jetzt. Achso, die werden immer geheilt oder was? Habe ich hier nicht irgendwo eine Kirche, wo ich einfach mal heilen kann? Kloster, hier, ja klar. Also muss ich jetzt, na gut, auf zum Friedhof. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Okay. Friedhof? Achso. Ah, alles klar. Wenn meine Helden sterben, dann. Alles klar. Okay. Aufbrechen. A Mecca of madness and morbidity. Your work begins. Alright. Alles klar. Karte, stelle dein Talent im wahnwitzigen Reich der Vorfahren auf die Probe. Finde Hinweise darauf, wie Kreaturen diesen Ort so eigen gemacht haben, aber wage dich nicht zu weit vor. Sicher noch, okay. Dunkelster Dungeon. Ich glaube, ich werde die hier erstmal machen. Los. Suche die Tiefen, begib dich in gefürchteten Regionen. Okay. Alright. 3000 Gold Belohnung, Wappen. Okay. Siegel für die Ehre der großen Taten, Familie längst vergangener Zeiten. Bin ich so ein Schwächungseffekt. Okay. Interesting. Dann,
Ah, guck mal, das dreht sich immer. Das ist interessant. Gut, dann kann ich jetzt. Wo kann ich hier? Das ist ein bisschen komisch. Ja, was heißt komisch erklärt, aber gar nicht erklärt. Wo soll ich jetzt hier drauf drücken, dass es losgeht? Bitte eine Gruppe aus der Liste. Alles klar. Ja, man muss auch lesen. Ja. Ein Gepäck. Ah. The cost of preparedness measured now in gold, later in blood. Alright. Du solltest verschiedene Vorräte mit dir führen, je nachdem, in welche Region du reist, wie lange die Quest dauert und entsprechend deinen eigenen Vorlieben. Nimm unbedingt immer etwas Nahrung und einige Fackeln mit. Bei deiner ersten kurzen Quest solltest du mindestens 8 Nahrungsmittel und 4 Fackeln dabei haben. Okay, 4 Fackeln und 8 Nahrung. Weihwasser. Öffnen und Heilkräuter zur Reinigung von Gegenständen und Krankheiten vorbeugen. Kann auch gegen Helden angewandt werden. Kampfschwächungen zu beseitigen, okay. Stillung blutender Wunden, das nehmen wir 2 mit. Gegengift. Gift auch. Weihwasser zur Läuterung des Bösen und zur Wiederherstellung von Reinheit. Kann auch auf Helden angewandt werden. Okay. Okay, ist klar, Schaufel. Wird verwendet, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Zu brechen. Okay, Hindernisse werden wir jetzt hier erstmal nicht haben. Hoffe ich. Aufbrechen. Also was wie Heiltränke oder so gibt's nicht. Finde ich schade. Ihr werdet bestimmt bemerkt haben, dass wenn ich jetzt aufhöre zu sprechen mittendrin, dass das, dass mein Rechnergeräusch nicht mehr da ist. Dass der Lüfter irgendwie, ja, komisch. So, rechtsklicke auf das Bild oder Porträt eines Helden, um ein detailliertes Menü aufzurufen, das die Tricks, Fähigkeiten und die Resistenzen des Heldens aufzeigt. Kann ich hier... Du Han. Ist klar. Right. Gnade, Heilung. Warte mal. Warte. Dorthin. So, denn du musst nämlich vorne stehen. Du musst am dümmsten an zweiter Stelle stehen. Warum hat der denn schon Stress? Der hat doch noch gar nichts gemacht. Der hier muss eine Seuchengranate, okay. Gifthoch, Bluten heilen. Selbst Gifthoch, Bluten heilen. Ah, okay, der kann Gifthoch und Bluten heilen. Sehr gut. Ah, und er kann auch buffen, alles klar. Muss am besten stelle ich den. Erster Schritt. Na Moment. Ganz hinten. Okay, die wird wohl aufgrund der ersten beiden Quests wird die wohl Heilung und Fernkampf. Hat 80 Grund. Naja. Die hier wird ganz hinten stehen. Die hier tauschen die Plätze. Und das war's. Okay, dann let's go. Finger in Po. Ich weiß, wir sind schon bei 24 Minuten, aber... Oh, ist hier. Wirkst eine Fackel. Okay. Oh, easy. Was ich sagen wollte, wir sind ja schon bei 24 Minuten, aber ich möchte erstmal, naja, die erste Folge ist ja immer ein bisschen länger. Gezielter Schuss. Okay.
Präziser Schnitt. Okay, das hier können wir nicht machen. Wir hätten hierhin gemusst. Ach, das, die müssen tauschen. Goddammit. Oh, na gut. Ja, na klasse. Komm hier, na, bam. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Damn. Nächtlicher Schlag. Als ob. Als Oppi Oppi in mein Mundi. Niemand. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ein Ölgemälde eines entfernten Verwandten. Oh. Interesting. Ah, okay, dann sind wir dann hier. Okay. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Na dann. Die Fackel, es wird dunkel. Eine aktuelle Lichtquelle beeinflusst viele Mechaniken im Spiel. Je dunkler es wird, desto höher die Schwierigkeit. Aber umso fantastischer die Belohnung. Rechtsklicke auf die Fackel im Inventar, um Licht wieder aufflammen zu lassen. Sich unten. Trübes Licht. Strahlendes Licht. Im Ernst. Präziser Schnitt. Ich schieße dich jetzt Schaden aus. Bäm. Oh mein Gott. Das ist schlecht. Wird jetzt hier mal alle. Och, na klasse. Heilung. Ich will ja keine Heilung. Ich will ja eigentlich Stress wegkriegen, aber gut. Jawohl, sehr gut. Okay, präziser Schnitt. Damit haben wir den ersten schon mal weg. Damn. Ach komm. 20! Stress! Abends ist der zweite eingegangen. Fängerflage. Täubender Schlag. Ah, kann ich nicht auf den, ne? Leider. Schade. Komm hier. Their formation is broken. Maintain the offensive. Schlecht. So, perfekt. Pistolenschuss auf ihn. Noch ernsthaft. Stoß. Nein! Das habe ich gemacht. Ja, perfekt, jetzt stehen sie wieder gut. Bam. Komm, du als letztes. Triff da. Oh, ist das nicht dein Ernst? Ich liebe ja solche Spiele, ne? Ach nein. Schütternde Kräfte. Ach, das ist ja gemein. Und jetzt hau den weg hier. Klar, wieder umrüsten, du. Okay, der kann alles von der dritten, okay. Kann auch alles von der zweiten Position. Kann er, perfekt. Dann tauscht ihr zweimal.
Das ist schlecht. Na, komm, geh da rein. Es ist halt... wähle einen gewünschten Raum auf der Karte aus. Wie gehen wir denn jetzt lang? Wir müssen anscheinend hier hin. Gehen wir unten oder unten hin? Wir gehen... Pass auf, ich habe eine Idee. Wir gehen hier oben lang, hier unten und dann gehen wir hier diesen Kreis. Ich möchte möglichst alles mitnehmen. Wegen Loot und so. Why? Oh, trübes Licht. Oh, fuck. Alright. Ist das nicht dein Ernst, Alter? Dieser Schnitt. Pass auf, du buffst erstmal alle. Oh, du hättest... Oh, okay, ich dachte, es geht. Okay. So ein Schuss auf den. Für die alten Götter. Ah, verdammt. Welche Gnade? Hm. Haben wir hier sowas wie ein hellende Anklage, betäubender Schlag. Bam. Niedergestreckt von der Gerechtigkeit. Nice. Bandagieren, dein Held blutet. Wenn du möchtest, kannst du ihn... Jetzt eine Bandage aus dem Inventar anlegen, um die Blutung zu stocken. Rechtsklick auf die Bandage, wenn ein verletzter Held an der Reihe ist. Alright. Ich glaube, ich hau dem mal hier eine aufs Maul. Perfekt. Nein! Ach, was? Hau den weg, den Pisser hier. Nein. Auf Wappen von Freud. This momentum. Push on to the task's end. Die Truhe und 800 Gold. Perfekt. Raum mit Kuriosität, diesen Raum bewegen. Falle. Warte. Entschärft. Ja, nice. Stress, ne? Shit. Unsere letzte Fackel. Alter, ist das gemein. Und mit Schatz. Pfanne schärfen. Pfanne auf dem Boden sichtbar. Sobald du näherst, Position schärfen. Ja, dann schärf mal. Zack. Oh Mann, ey, wir haben keine Fackeln mehr. Ich wusste nicht, wir hätten mehr Fackeln mitnehmen sollen. Naja, war ja klar. Oh, wir hätten vorher mal, alles klar, die nochmal umstellen sollen, hätten sollen müssen. Ah, fuck. Nein! Warum sie? Alter, verpisst euch.
Okay. Bitch. Du wirst erstmal dran glauben. So. Und zwei. Jawohl. So will ich das sehen. Gezielt. Bam. Nein. Hau den jetzt weg und das ist gut. Heilkräuter. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Heiliger Brunnen. Silber Brunnen deiner heiligen Berührung. Okay. Kannst du jetzt irgendwie, kannst du außerhalb des Kampfes heilen? Nee, hä? Achso, nächster Raum. Wir sind hier, bewegen in diesem Raum. Eine Kuriosität. Pfeift. Der Inhalt des Sacks gehört dir. Weil ich diese habe ich redlich verdient. What? Was? Alter, du Sackgesicht! Du dreckiger Kleiner! Alter, du... Weil der Kleptomane ist. Och, Mann. So ein Ärger. Ja, komm, das haben wir schon alles hier. Ein Schlüssel? Oh Gott, nice. So. Hier hin, in diesen Raum bewegen. Ja, ja. Oh Gott. Ah, nein. Das ist echt so ungünstig. Achso, hier, auf diesen. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, a glint of gold. Grün wie geschmolzener Neid. Na gut, dann ihr vertauscht euch mal. War das so richtig? Ich hoffe doch. Oh fuck. Die Anstrengungen der Expedition haben die Gruppe hungrig gemacht. Verzehren und 5% Lebenspunkte regenerieren. Naja, Nahrung haben wir ja erstmal ganz kurz genug. Eieiei, da muss man ja echt mitnehmen. Quest abgeschlossen. Nee, ich möchte es fortsetzen einfach. Und da gibt es nämlich einen Schatz. Was ist das hier? Hindernis. Haben wir noch eine Schaufel? Anscheinend schon. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Alles klar. Ah, fuck. Alright, dann. Nein! Der letzte Kampf. Ich hoffe, jetzt stirbt keiner. Oh, fuck. Das ist mir eigentlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Scheiß drauf. Wir gehen hier weg. Stolzschuss. Jawohl. How quickly the time turns. Oh, fuck. Unvernünftig. Okay.
Wenn Helden Stress nicht mehr ertragen, erleiden sie Qualen. Dies erkennt man in verschiedenen Verhalten und Veränderungen. Qualen dauern so lange, bis du die Helden im Dorf behandeln lässt. Es sei denn, du hast Stress im Zuge der Quest. Komplett abbauen. Okay. Bam. Kriegt mir Egel. Okay. Das heißt, der kann nicht angreifen, oder was? Kraftvoll. Nice. Tugendhaft. Gelegentlich reagieren Abenteuer heldenhaft auf Stress. Dann erbringen sie so mehr Leistung, bis sie lange so zurückkehren. Zudem haben sie Werte, Boni und andere Vorteile. Shit. Du, Streuschuss. Bam! Perfekt. Sehr gut. Ah, shit, alles klar, der ist tot. Schwelle des Todes. Wenn ein Geld auf Null empfindet, Schwelle des Todes. In dem Zustand erleidet er ein Wertemalus und weiterer Schaden könnte ihn töten. Heile deinen Helden, um ihn in Schwelle des Todes zu bewahren. Was? So? Ich kann nicht heilen. Ich kann nicht. Doch, Heilung. Besser als nix. Du mach mehr Schaden. Pistolenschuss. Wird mir jetzt nichts anderes übrig. Zack. Mir leider nichts. Na gut, wenn es nur die hintere ist, ist okay. Die macht ja nicht so viel. Perfekt, aber wir können angreifen. Das können wir jetzt übrigens auch mit dem Pistolenmensch machen. Erstmal eine Stärkung reinhauen. Ja, und er kann, ja. Kann er was machen? Nee. Entschuldigung, musste ich niesen. Ja, außer sich selber heilen und sich selbst eine Fackel geben. Bam. Stolenschuss, fertig, aus, Ende. Nice. As victories mount, so too will resistance. Öffne die Truhe. Dann wieder hier. Puh. Quest abgeschlossen. Nice. Fette Beute. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir noch. Gottesfürchtig. Im Dorf bilden, um Stress zu verringern. Sehr gut. Heilfähigkeiten, wenn. Plus 20% Heilfähigkeit, wenn im Lager. Okay. Nachtaktiv. Minus 2 Geschicklichkeit bei Licht über 75. Okay. Scheiße. Stressschaden. Verzweifelt. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's erstmal. Schwere negative Ticks. Mit der Zeit bleiben einige negative Ticks bestehen und werden zu schweren Ticks. Schwere negative Ticks sind teurer, wenn du sie im Sanatorium behandeln möchtest. Okay. Kloster. Reduziere Stress. Reduziere Stress. Was?
Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich finde das Spiel gar nicht mal so schlecht. Man kann sich da schön drin verlieren. Auch dieses Rundenbasierte. Und ich glaube, es wird noch richtig, richtig asozial. Wenn ich das hier so sehe, mit so Dienern, die auf einmal so 20 Stress auf einmal machen. Ich bin so, Okay, wir stehen aber noch am Anfang. Ich guck mal. Bis dahin. Bin ich bereit? Ja, ist ja gut. Bis dann. Tschüss.